Hallo ihr Lieben, heute geht es um die Nudel. Mal ehrlich, was wäre unser Leben ohne die Nudeln? Schon alleine Susi und Strolch, es wäre ohne die Spaghetti niemals zu diesem bezaubernden Kuss gekommen. Oder auch der Sketch von Loriot wäre nur halb so schön ohne die Nudel, die er im Gesicht kleben hat. Aber als ich mich dann entschieden habe, meine Ernährung überwiegend glutenfrei zu gestalten, war ich erstmal vor einem großen Fragezeichen. Was mache ich denn jetzt ohne Nudeln? Klar, es gibt schon auch einige und immer mehr Nudeln, die glutenfrei sind auf dem Markt. Aber ganz ehrlich, so ein richtig tolles Nudelerlebnis hatte ich da immer nur bedingt. Die meisten kleben, wie auch immer. Heute stelle ich euch ein Nudelkonzept vor. Da schlackert ihr mit den Ohren? Nein, mit den Zähnen? Auf jeden Fall mit dem Herzen. Eine glutenfreie Ernährung hat in den letzten Jahren sehr an Popularität gewonnen und das nicht ohne Grund. Und viele Menschen haben festgestellt, dass sie von den damit verbundenen Vorzügen profitieren. Gluten ist ein Protein, ein Klebeeiweiß, das in Weizen, Roggen und Gersten vorkommt und auch in vielen Getreideprodukten enthalten ist. Und hier habe ich jetzt mal ein paar potenzielle Vorzüge einer glutenfreien Ernährung für euch zusammengefasst. Übrigens, immer mehr Menschen leiden an Zöliakie, allerdings hat diese Krankheit viele Gesichter und darum ist eine Diagnose nicht immer einfach. Wer Gluten nicht verträgt, leidet möglicherweise an Zöliakie. In Deutschland sind es rund 800.000 Menschen. Nur bei 10-20% der Betroffenen liegt das sogenannte Vollbild der Zöliakie allerdings vor. Viele andere haben untypische Symptome. Einige Menschen leiden nämlich an einer Glutenempfindlichkeit, ohne die schwerwiegenden Symptome von Zöliakie zu zeigen. Sie können dennoch von einer glutenfreien Ernährung profitieren, indem sie Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen, Müdigkeit und Kopfschmerzen reduzieren. Generell wird die Verdauung verbessert und das Gewichtsmanagement. So war es bei mir und deshalb habe ich mich eben für eine überwiegend glutenfreie Ernährung entschieden. So, und jetzt möchte ich euch ganz kurz sagen, wie meine Leidenschaft für diese Nudeln entflammt ist. Ihr wisst es ja vielleicht, ich bin ab und zu in dem Hotel meiner Freundin Johanna im Biolandgut Tiefleiten. Und nachdem meine Zeit dort fertig war, bin ich in ihren Shop gegangen. Die hat einen sehr gut sortierten kleinen Shop und da habe ich dann noch was eingekauft, was ich mir mit nach Hause mitnehme. Und da hat sie gesagt, Mensch, diese Nudeln sind lecker, die musst du unbedingt ausprobieren. Und so habe ich die ausprobiert. Und dann war ich zu Hause und habe mir diese Nudeln gemacht, Buchweizennudeln, Spirulina-Nudeln, alles mögliche. Und habe gedacht, mein Gott, das schmeckt ja köstlich. Und die sind so schön al dente und so, wie man sich eine perfekte Nudel vorstellt. Und dann habe ich gesagt, was sind denn das überhaupt für Nudeln? Dann habe ich mir so eine Packung genommen und dann habe ich so gelesen und dann hörte sich das alles gut an. Und dann habe ich gedacht, ja, dann versuche ich die doch mal zu kontaktieren. Und so habe ich die Handelsfirma, weil das ist ja eine italienische Firma, und so habe ich die Handelsfirma kennengelernt, habe denen geschrieben, ich liebe eure Nudeln, könnt ihr mir ein paar Informationen geben? Und dann haben die mir Informationen gegeben, wie es dazu gekommen ist, dass diese eine Firma, nämlich Felicia, so viele unterschiedliche glutenfreie Nudeln herstellt. Das ist eine witzige Geschichte. Im Freundes- und Familienkreis von denen hat mal jemand Zöliakie bekommen und das war natürlich für Italiener ein Schock. Ohne Nudeln leben, wie geht das denn? 2015 wurden dann diese Nudeln auf den Markt gebracht und vorher wurden die speziellen Maschinen dafür gebaut. Also das ist wirklich großartig. Sie sind bio und sie sind glutenfrei. Und wie die Firma arbeitet, das kann ich euch später auch noch ein bisschen erzählen, ist auch eine ganz, ganz interessante Sache. Die sind nämlich auch in puncto Umweltfreundlichkeit wirklich 1A. Aber es geht mir hier um zwei ganz wichtige Punkte. Zum einen um Bio, denn Bio bedeutet, dass hier kein Glyphosat drin ist. Beim Anbau biologischer Lebensmittel werden keine chemiesynthetischen Pestizide verwendet und somit auch kein Glyphosat. Warum ist mir das so wichtig zu betonen? Glyphosat wirkt sich negativ auf unser Mikrobiom aus und zwar direkt auf unsere guten Darmbakterien. Ja? Und deshalb führt es oft zu Entzündungen der Darmwände und es zerstört die Biodiversität unseres Mikrobioms.
Und deshalb möchte ich gerne auf Glyphosat verzichten, aber mehr dazu und wie es in unsere ganzen Lebensmittel kommt, das erzähle ich euch gleich. Der andere sehr wichtige Punkt ist das Gluten. Und das ist heute anders als früher. Zum Beispiel eine Studie des Leibniz-Instituts für Lebensmittel in der Systembiologie an der Technischen Universität in München und des Leibniz-Instituts für Pflanzengentechnik und Kulturpflanzenforschung hat 60 Weizensorten in der Zeit von 1891 bis 2010 analysiert. Die Studie verlinke ich euch übrigens, wie ganz viele Sachen, da könnt ihr alles noch einmal nachlesen. Generell möchte ich euch aber sagen, Weizenkörner bestehen zu etwa 70% aus Stärke. Ihr Eiweißanteil liegt in der Regel bei 10-12%. Gluten, das sogenannte Klebeeiweiß, macht davon 75-80%, also den Löwenanteil aus. Es handelt sich bei Gluten um ein Stoffgemisch aus verschiedenen Eiweißmolekülen und diese lassen sich grob in zwei Untergruppen einteilen. Einmal sind es die Gliadine und zum anderen mal die Glutenine. So, und das wollte ich euch jetzt einfach mal sagen. Und daraufhin, weil das sich so verändert hat in den letzten Jahren, gibt es eben immer mehr Unverträglichkeiten. Bevor wir jetzt gleich zum unbeschwerten Verkosten der Nudeln kommen und ich euch die ganze Vielfalt genau vorstellen, möchte ich noch zwei Sachen erwähnen, die sind wirklich wichtig. Ich möchte noch einmal aufs Glyphosat zurückkommen und ich möchte, dass ihr die Informationen auch mit anderen teilt, weil es ist wichtig, dass wir dafür ein Bewusstsein entwickeln. Ja? Also Glyphosat ist ein weit verbreitetes Herbizid, das zur Unkrautbekämpfung eingesetzt wird. Es wurde erstmals von Monsanto entwickelt und unter dem Markennamen Roundup vertrieben. Glyphosat ist allerdings umstritten, da es in einigen Studien in Verbindung mit möglichen gesundheitlichen und Umweltauswirkungen gebracht wird. Die Debatte über die Sicherheit von Glyphosat ist ein kontroverses Thema in der Landwirtschaft, Umwelt- und Gesundheitsdiskussion. Und jetzt möchte ich ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass der Einsatz von Glyphosat genehmigt werden muss. Und es wurde jetzt gerade verlängert. Die Genehmigung zum Einsatz von Glyphosat wurde gerade für weitere 10 Jahre verlängert. Nun ist es aber so, und das solltet ihr unbedingt wissen, 2015 stufte eine Unterorganisation der WHO, die Internationale Agentur für Krebsforschung, IARC, Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend ein. Und jetzt frage ich mich, wenn so eine Organisation, so eine Agentur oder so ein Verein wie die World Health Organization ein Präparat für wahrscheinlich krebserzeugend einstuft, dann ist das für mich etwas, was ich nicht unbedingt essen will. Also ich möchte einfach mehr und mehr darauf achten, dass ich Gemüse und Getreide zu mir nehme, das nicht mit Glyphosat behandelt worden ist. So, jetzt wisst ihr alle diese Sachen und jetzt kommen wir zur Nudel und noch ein bisschen zur Geschichte der Firma Adriani und auch wie biologisch und umweltfreundlich die arbeiten. Und da haben die schon Preise für gekriegt und nicht nur von mir, weil ich ein Nudelfeinschmecker bin, sondern vielleicht auch demnächst von euch. Übrigens, in der Infobox findet ihr auch einen Link. Da habt ihr eine kleine Vergünstigung, wenn ihr diese leckeren, bio-glutenfreien Nudeln mal auf Herz und Nieren selber prüfen wollt. So ihr Lieben, schaut euch mal diese Vielfalt an. Und wenn ich diese Vielfalt hier so sehe, dann fällt mir gleich noch etwas ein. Also wir haben ja gesagt, deshalb muss ich noch mal kurz sagen, zum Glyphosat, dass das Glyphosat gegen die Biodiversität, also das ist die Vielfalt unseres Mikrobioms im Darm arbeitet. Aber genauso arbeitet das Glyphosat eben auch im Boden gegen die Vielfalt der Mikroben und der Mikroorganismen in den Böden und somit verarmen die. Und dazu möchte ich euch auch noch sagen, gibt es eine ganz, ganz tolle Reportage auf Arte und die zeigt über Jahre und auch mit vielen Landwirten ganz genau, was Glyphosat mit der Qualität unserer Böden herstellt. Ja, so und jetzt kommen wir also weiter. Deshalb viva, viva biologischer Anbau.
Und deshalb kommen wir jetzt hier zu den Nudeln. Also ich habe euch die hier so aufgebaut. Was manche Leute ja vielleicht schon mal ausprobiert haben, die denken, ja, so glutenfreie Nudeln, die sind einfach latschig und knatschig. Die hier haben erstmal eine große Vielfalt und sie haben eine Koch-Biss-Qualität. Keine dieser Nudeln wird latschig. Die Nudeln kleben alle nicht zusammen, ja? Die bleiben alle einzeln. Die sind immer al dente. Es ist dieses Kochversprechen, was die Firma Adriani mit ihrer Entwicklung, mit den ganzen Maschinen letztendlich auch abgibt. Und das stimmt. Und ihr wisst ja, dass ich ein großer Meal Prepper bin. Das heißt, ich mache mir oftmals Nudeln im Voraus und habe dann so meine Soßen. Und dann kann ich mir das super zur Arbeit mitnehmen und so. Und wenn man das manchmal macht, dann hat man so ein pappiges Zeug da. Das passiert hierbei nicht. Abgesehen davon, dass sie einfach toll schmecken, haben sie hier auch eine Nährstoffdichte. Die findet ihr so in keiner anderen Pasta. Also ihr habt einfach hier sehr viel mehr drin. Deshalb lasst euch nicht davon abschrecken, wenn die Verpackungen teilweise nur 250 Gramm draufstehen haben. Ihr werdet damit satt und vor allen Dingen euer Blutzuckerspiegel fährt nicht Karussell mit euch. Ihr bleibt einfach länger satt. Das ist auch das Tolle. Und es gibt Pasta aus Buchweizen, aus Blumenkohl, aus Linsen, aus Reis, aus Hafer und zum Beispiel auch aus Spirulina. Also hier diese wunderbaren Spirulina-Spaghetti, die liebe ich auch sehr. Und jetzt noch mal kurz auf die Arbeitsweise der Firma Adriani zu sprechen zu kommen. Die hat mir natürlich gefallen. Also ich blende euch das auch ein. Da kriegt ihr auch noch mal Informationen. Die haben auch schon verschiedene Auszeichnungen bekommen, weil die so biologisch arbeiten und damit natürlich auch fair mit ihren Mitarbeitern. Aber zum Beispiel bei der Herstellung von Nudeln wird ja auch Wasser gebraucht. Und die arbeiten eben in einem biologischen Kreislauf und benutzen dieses Wasser, was dafür hergestellt worden ist, um die Algen damit wachsen zu lassen. Also ihr seht, dass hier wirklich ein Kreislauf, ein ökologischer Kreislauf richtig eingehalten wird und richtig ausgearbeitet wird. So. Jetzt habe ich euch eigentlich alles gesagt. Ich kann euch nicht mehr dazu sagen, außer probiert den Unterschied. Probiert vor allen Dingen auch, wie ihr euch fühlt, wenn ihr eine tolle Pasta esst und danach keinen dicken Bauch habt, wenn ihr eine tolle Pasta esst und euch den nächsten Tag gut fühlt, wenn ihr einfach merkt, dass vielleicht zu viel Gluten. So habe ich das ja gemerkt. Also ich habe ja keine sofortige Allergie, aber zu viel Gluten, hier ein Brötchen, da mal ein Kuchen, da irgendwo mal ein Keks und sowas und dann auch noch die Nudeln belasten meinen Körper. Ich bin schlapp und ich bin kaputt. Und das bin ich eben mit einer glutenfreien Ernährung nicht. Das möchte ich euch nur so mitgeben und ich hoffe, dass euch dieses, ja, Werbevideo aus Liebesgründen für diese Nudeln und unsere Umwelt gefallen hat. Alles findet ihr in der Infobox, was ihr noch braucht. Und ansonsten lasst es euch einfach schmecken und genießt diese tollen Nudeln. Tschüss.